Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Björn Besinger und im heutigen Video stelle ich euch ein Trainingsgerät vor, welches wir nicht nur bei unseren Trainingscamps verwenden, sondern sogar der FC Bayern München im Fußball verwendet. Ich als FC Nürnberg-Fan weiß nicht ganz, was ich davon halten soll, aber ich stelle euch das Gerät trotzdem vor. Also viel Spaß mit dem heutigen Video. Das Trainingsgerät ist von der Marke AlphaChamp. Mit AlphaChamp haben wir seit 1,5 Jahren eine Kooperation und regelmäßig bei unserem Trainingscamp quasi ist das AlphaChamp auch in Einsatz. Ja, der eine oder andere kennt das Gerät sicherlich noch von den Fitnessparcours. Für euch ist jetzt sicherlich interessant, was für Vorteile hat dieses Trainingsgerät eigentlich. Das werde ich euch gleich erzählen. Wahrscheinlich wird auch nicht jeder von euch die Möglichkeit haben, so ein Gerät in Zukunft zu Hause anzuwenden, oder im Verein gibt es wahrscheinlich in den meisten sicherlich nicht. Deswegen werde ich euch auch später im weiteren Verlauf vom Video auch so ein paar Alternativen vorstellen, was ihr für Übungen zu Hause machen könnt, die quasi das Gerät ein wenig ersetzen können. Also was macht das Gerät hier eigentlich? Also wie man unschwer erkennen kann, ist es eine Art Trampolin, ja, mit quasi drei Seiten, ja, beziehungsweise drei Sprungflächen. Und ist quasi hilfreich vor allem für die Koordination, also besser die Koordination. Bei jedem Sprung wird eure Rumpfmuskulatur trainiert, die Balance wird damit verbessert, generell einfach eure Sprungkraft und nochmal ein paar weitere Vorteile, wie zum Beispiel auch die kognitiven Fähigkeiten. Was bedeutet zum Beispiel, wenn wir jetzt mal sehen, anschauen, okay, kognitive Fähigkeiten, was können wir daraus jetzt lernen und warum sollten wir es jetzt anwenden, um Tischtennis voranzukommen? Das bedeutet mehr oder weniger so viel, wie wenn quasi ein Problem auf euch zukommt, oder ihr irgendwas erkennt, dann könnt ihr quasi schneller eine Entscheidung treffen oder die richtige Entscheidung treffen und quasi die richtige Lösung finden. Und im Tischtennis haben wir mehr oder weniger durchgehend solche Situationen, in denen wir die richtige Entscheidung treffen müssen. Ja, der Spieler spielt einen Topspin-Ball und wir müssen erkennen, wie viel Spin ist da drin, wo kommt der Ball hin, was für eine Entscheidung treffen wir, blocken wir den Ball, spielen wir einen Konterball, Topspin, gehen wir weiter weg vom Tisch, bleiben wir am Tisch und platzieren wir unseren nächsten Ball hin. Das heißt, einmal ist natürlich das sehr, sehr wichtig. Generell Sprungkraft, viele wissen nicht so ganz, Sprungkraft, warum soll ich jetzt meine Sprungkraft trainieren? Bei der Sprungkraft ist es so, dass wir das Ganze eigentlich in drei Bereichen unterteilen müssen. Einmal bei der Sprungkraft ist quasi die Maximalkraft notwendig, dann die Explosivkraft, die wir trainieren und generell die Schnelligkeit. Ja, das heißt, diese drei Punkte verbessern wir eigentlich, wenn wir die Sprungkraft auch trainieren. Und in den meisten Trainingsplänen im Tischtennis ist es meist natürlich so, dass die meisten Tischtennisspieler gar keinen Trainingsplan richtig haben. Und wenn ein Trainingsplan existiert, Sprungkrafttraining oder generell Sprünge zu machen, ist bei den meisten Spielern viel zu wenig damit drin. Und deswegen ist das hier auch ein super Gerät dafür, weil einfach generell hier eben auch die Sprungkraft da verbessert wird. Wie üblich bei Trampolin, genauso wie natürlich bei dem hier, ist das Ganze auch gelenkschonend. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich, weil wir trainieren ja, um besser zu werden und nicht, um uns irgendwie kaputt zu machen. Und was ganz wichtig ist von Tischtennisspielern, wir trainieren die seitlichen Bewegungen. Ja, quasi, wir werden wendiger, wir haben eine gewisse Stabilität, aber vor allem diese seitlichen Bewegungen. Also ihr habt es vielleicht in dem Video auch gesehen, wenn ich quasi hier so eine Schrittabfolge mache, das ist ja genau das Gleiche, was wir bei den Sidesteps auch haben. Das ist auch super bei unseren Trainingscamps zum Beispiel, wenn wir das verwenden, gerade für Spieler, die vielleicht von der Beinarbeit noch nicht so gut sind, aber einfach die Schrittabfolge nicht stimmt, ist ein super Gerät, um das Ganze auch zu verbessern. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, um das AlphaChamp wirklich gut zu nutzen. Ja, ihr könnt es natürlich einmal zum Aufwärmen schnell verwenden, aber es gibt unglaublich viele Übungen, ob jetzt auch mit einem Schläger oder mit einem Ball oder eben in so vielen verschiedenen Varianten. Ich zeige euch einfach mal ein paar Übungen, die ihr damit machen könnt. Und wenn euch das nicht reicht, findet ihr bei AlphaChamp selbst auf dem YouTube-Kanal zum Beispiel einige Videos, um euch einfach zu inspirieren.
Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, das Gerät ist cool, ja, ich bekomme dafür nichts dafür, bekomme nichts dafür, das alles nur, weil ich da selber begeistert bin von dem Produkt und einfach, wenn ihr bei unserem Trainingscamp mal dabei seid, wisst ihr einfach schon mal, was wir da machen und wieso wir das machen. Wenn ihr aber sagt, okay, cooles Gerät, entweder bei euch zu Hause wäre das vielleicht was, wenn ihr den Platz dafür habt und natürlich auch das notwendige Geld dafür, aber wahrscheinlich eher vielleicht für euren Verein oder vielleicht sogar das Fitnessstudio um die Ecke, denn mit 3.000 € circa ist das Gerät sicherlich nicht ganz günstig. Aber wer im Tischtennis oder generell im Sport wirklich vorankommen möchte, ist sicherlich keine schlechte Investition. Muss man natürlich abwägen dann, ob das jetzt für einen das Richtige ist oder ob das Sinn macht oder nicht. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich möchte euch jedoch noch an der Stelle ein paar Dinge mitgeben, die ihr machen könnt, ja, wenn ihr zum Beispiel dieses Gerät nicht habt, ja, oder nicht darauf zugreifen könnt. Einmal habe ich schon mal kurz gesagt, generell, dass ihr mehr Sprünge einbaut in euer Training. Ja, wir haben bei uns im Trainingsprogramm auch extra so ein, ja, Fitnessprogramm ausgearbeitet. Es geht über mehrere Monate, um auch die Sprungkraft zu verbessern, um generell explosiver zu werden, um fitter zu werden. Ist sehr, sehr, sehr gut. Ja, haben da schon sehr, sehr gute Ergebnisse mit den Spielern erzielt. Ich habe das Programm natürlich auch selber schon durchlaufen und habe das auch vor, jetzt im kommenden Sommer wieder zu machen. Ist aber nicht ganz, ganz einfach. Ja, man braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Das heißt, wenn du da auf Zugriff haben möchtest, geh gerne mal auf www.boenbesinger.de und bewerb dich für unser Coaching. Ansonsten eine sehr, sehr gute Übung ist zum Beispiel auch, sind zum Beispiel einbeinige Kniebeugen, die ihr machen könnt, ja, oder auch Pistol Squats genannt. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Übung, um einfach generell eure Muskulatur zu stärken, aber auch um einfach die Balance zu halten. Ja, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, was auch eben das Alpha-Chef macht. Und dann um den Rumpf zu trainieren, so klassische Übungen wie Plank könnt ihr machen, ja, in allen möglichen Varianten. Das ist natürlich auch eine Sache. Ich hoffe, ich habe jetzt schon viele Dinge erwähnt, ja, die beim Alpha Champ da quasi mit dabei sind, die ihr aber auch zu Hause testen könnt oder probieren könnt. Wichtig ist einfach, dass ihr Dinge macht, die euch im Tischtennis voranbringen. Ich wollte euch einfach mal das Alpha Champ vorstellen. Vielleicht kannst du es ja auch selber mal testen bei unseren Trainingscamps oder hast du vielleicht schon getestet. Kannst du ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, wie so deine Erfahrungen damit waren. Und ja, ich hoffe, dir ist das Video gefallen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir so starke Partner an unserer Seite haben wie Alpha Champ, die einfach uns als Coaching-Unternehmen High Performance Table Tennis ermöglichen können, euch einfach so gut zu unterstützen im Tischtennis, ob jetzt eben ja, bei unserem Trainingscamp oder auch anderweitig. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten ja, hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Gib gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Und wenn du da professionelle Unterstützung haben möchtest und die ganzen Sachen, die ich gerade genannt habe, Sprungkrafttraining, Rumpfmuskulatur, Schnelligkeit und so weiter, wirklich für dich individuellen Plan haben möchtest, wie gesagt, geh gerne auf www.boenbesinger.de. Bist herzlich dazu eingeladen, ja, mit uns einfach mal zu sprechen. Wir führen kostenlose Trainingsplanungsgespräche, wo wir uns einfach anschauen, ob wir dir helfen können oder nicht. Bis dahin, dein Boen Besinger.